Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online und heute machen wir die Hauptstory von Ostmarsch. Dort werden wir auch den Abschluss heute schaffen, weil wir sind in Skuldafen und das ist das letzte Gebiet, wo man ein bisschen was von der Story machen muss. Wir werden danach zwar nochmal in Ostmarsch in einen Dungeon gehen, in so einen Solo-Dungeon, aber ansonsten sind wir dann durch Ostmarsch durch. So, und dafür müssen wir jetzt als erstes mal Waffenlager und sowas verbrennen, damit die Leute von Fildgor, das ist ja der Gegner oder der Bruder von Jorun, wie man es auch immer nennen mag, dafür müssen wir erstmal die Leute hier ein bisschen ablenken. So, und da seht ihr noch Waffenlager, Speiselager und Metlager. Das müssen wir alles verbrennen. Und dafür müssen wir uns hier ein bisschen durchkämpfen heute. Also heute gibt es mal ein bisschen was an Action hier. Das wird also ein bisschen was dauern, aber dadurch sehen wir auch mal ein bisschen was hier von Skuldafen. Das ist ja ein relativ großes Gebiet. Dort finden wir auch ein Buch. Oben auf der Minimap seht ihr schon, dass es hier so ein Buch gibt, was man dann wieder lesen kann. Und das ist ja auch meistens für die Magiergilde interessant, damit wir da leveln. Wenn ihr die Bücher auf der Karte nicht seht, müsst ihr euch das Add-on Lorebooks runterladen. Da sieht man dann die ganzen Bücher auch auf der Karte. Das hilft schon mal. Und die Minimap an sich gibt es ja auch standardmäßig nicht im Spiel. Da müsst ihr dann das Advanced User Interface runterladen. AUI heißt das Add-on auch, also als Abkürzung. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dort eine Minimap zu aktivieren. Das kann auch noch viel mehr, das Add-on. Aber die Minimap finde ich davon am wichtigsten. So, und was haben wir hier immer an Gegnern? Ja, vor allen Dingen immer ein, zwei Heiler dabei in der Gruppe. Da muss man also erstmal die Heiler dann erledigen. Sonst dauert es ein bisschen zu lange, die alle zu töten. So, und jetzt haben wir auch das erste Lager schon erreicht, was wir jetzt verbrennen sollen. Okay, das ist jetzt das Waffenlager. Ja, brennt sehr gut. Hoffen wir mal, dass kein Nitroglycerin, kein TNT oder sowas da drin ist. Sonst macht es auch relativ groß Bumm. Okay, jetzt müssen wir uns unten laut Minimap noch zum Speiselager und Medlager vorkämpfen. Das machen wir auch einfach mal. Ja, und ansonsten, wenn ihr also dieses AOI dann haben wollt und installieren wollt und ihr wisst nicht genau, wie das zu installieren geht, dann gibt es noch ein Tool, das heißt Minion. Und wenn ihr bei Google mal Elder Scrolls und Minion eingibt oder Add-on und Minion, dann findet ihr diesen Add-on Manager. Das ist halt, dieses Minion ist ein Add-on Manager. Der findet meistens automatisch, wo Elder Scrolls liegt und weiß dann auch, in welches Verzeichnis er die Add-ons automatisch ablegen soll. Der prüft dann auch immer, ob die aktuell sind, die Add-ons. Und wenn ihr also ein bisschen Probleme habt, eure Add-ons aktuell zu halten oder noch nicht mal wisst, wo ihr sie installieren müsstet, dann ladet ihr euch das am besten auch mal runter und habt dann einen tollen Add-on-Manager. Dafür gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal Videos, die könnt ihr euch also auch dann kurz angucken. Also einfach Minion oder Add-on und Garion eingeben bei YouTube in der Suche, dann müsstet ihr auch diese Videos finden. Oder ich habe auch eine Playlist für Tipps und Tricks für Elder Scrolls und da findet man dann auch diese Videos bei. Jetzt sind wir auch schon fast beim zweiten Punkt, den wir anzünden müssen. Irgendwo hier müsste sein. Ja genau, da ist so ein kleiner Wagen. Aber hier sind auch viele Gegner. Wie ihr seht, kämpfe ich in letzter Zeit immer mit meinem Templer. Ich habe zwar einen Magier, der ist eigentlich mein Endgame-Magier, aber da ich nicht so der Instanzenläufer bin, also nicht derjenige, der jeden Tag neue Instanzen machen möchte. Ja, dadurch habe ich leider meinen Garion im Moment ein bisschen vernachlässigt. Der wartet auf die nächsten Stories. Mit Homestead wird der wohl auch nicht so viel zu tun haben, außer dass er ein paar Häuserchen sich einrichten wird. Aber ich glaube nicht, dass es da groß Story gibt und vom Champion Level her braucht er auch kein 601. Der macht dann einfach auf seinen 230 oder so weiter. In dem Dreh ist der gerade. Von daher, auch Garion hat noch nicht mal diesen Weihnachtsevent mitgemacht. Also dieses Yule-Fest,
wie hieß das hier nochmal? Neujahrsfest. Ja, es gibt so viele Online-Spiele, die heißen da immer anders, die Events. Und da hat Gary noch nicht mal irgendwie Sachen gesucht. Das hat alles hier mein Templer gemacht. Aber den will ich auch gerne weiterspielen. Also mal im Nahkampf zu kämpfen und mal mit so einer Axt drauf zu hauen. Das finde ich schon irgendwie cool. Vor allen Dingen, den könnte ich dann auch irgendwann mal zu einem Tank umskillen. Dass der auch mal ein bisschen was vorne in der Front mit den Monstern unterwegs ist. Und das geht halt mit meinem Magier gar nicht. Und Heilung ist halt immer gut, ne? Kann mein Magier auch nicht. Der hier heilt sich wenigstens auch immer schön hoch. Und wenn man das intelligent macht, dann hält der auch einiges mehr aus als so ein Magier, würde ich sagen. Ob der nachher auch so viel Schaden austeilt, kann ich noch nicht beurteilen. Dafür habe ich noch nicht die Skills alle freigeschaltet, auch noch nicht alle ausprobiert. Da muss ich mich dann auch nochmal durch irgendwelche Guides durcharbeiten, wie der im Endgame am besten geskillt wird. Aber fürs Leveln, da geht das mit der Zweihandwaffe super. Ein YouTube-Abonnent hat mir auch schon erklärt, dass man diese Heilung mit auf die Kampfleiste packt da hinten. Das ist eine super starke Heilung, die Nummer 5. Worte der Heilung oder so? Irgendwie so heißt die. Ich weiß jetzt gerade selber nicht. Ihr seht aber das Icon, das findet ihr schon in eurem Skill-Fähigkeiten wieder. Ja, und ansonsten habe ich halt nur eine einzige Waffenfähigkeit, ne? Die von der Zweihand. Und die gibt mir ein kleines Schutzschild. Und von daher komme ich damit gut zurecht. Die 4 ist mehr was aus der Magiergilde, Magierlicht. Aber die habe ich so lieb gewonnen, die Fähigkeit für meinen Magier. Da habe ich gedacht, wenn ich den hier auch mehr auf Magie skille, weil Zauber 1, 2 und Heilung ist alles auf Magie, dann macht das ja vielleicht auch mit dem Magierlicht Sinn. So, da haben wir jetzt ein Buch namens Leichten Schrittes. Oben geht auch die Magiergilde weiter. Ah, fast Level 7. Und ja, da könnt ihr euch ja einfach noch mal kurz durchlesen, wenn euch das interessiert. Oh, ist ein ziemlich langes Buch. Oh, um was geht es hier? Die Geschichte habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Naja, wie gesagt, Pause drücken, Bücher lesen, wenn ihr das möchtet. Ich mache hier weiter, damit wir auch durchs Let's Play hier kommen. Ja, ich mache mal hier die Abkürzung. Okay, ja, jetzt ist sie länger. Wäre schön gewesen, wenn es eine Abkürzung geblieben wäre. Aber nein. Ja, jetzt hänge ich sogar fest, oder was? Nee, geht. Ha, gut. Nächstes Ziel ist das Metlager. Wie? Das kann man doch nicht verbrennen. Ich würde sagen, das tun wir nur so lange verstecken, bis meine Leute kommen. Und dann machen wir ein bisschen Party hier. Boah. Die Kriegerin hält aber jetzt was aus. Okay. Ja, zu wenig gecastet. Ja, hier müssen wir gleich bestimmt auch noch rein. Oh wei, oh wei. Wie viel Trash-Mobs? Ist ja fast so wie in einem Dungeon hier. Die wollen mich nicht zum Metlager lassen. Ist ja klar, ne? Wer will schon, dass es Bier verbrennt? Na komm. Boah. Aha, endlich. Heiler ist weg. Und die beiden Kämpfer auch. Ah, noch nicht ganz. So, jetzt aber. Auch noch eine Gruppe. Ein bisschen übertrieben. Aber ist alles EP. Ich brauche ja Exp. Ja, oben sehen wir es ja. Ich bin so knapp. Ne, noch nicht mal bei 50%. Ich muss also noch ziemlich viel an Exp holen, damit ich dann noch irgendwann mal 40 werde. Meine Güte, das dauert ja irgendwie. In Rift werde ich es vielleicht. Na, ich glaube, da werde ich auch erst eher 43, 44. Dann wird es dann Kalthafen werden, wie es aussieht. Okay, und oben diese, so jetzt, na, okay, jetzt habe ich ihn gelootet, so noch da kurz das Feuer anmachen. Und oben diese Leiste, das ist wieder ein anderes Add-on. Die Leiste gibt es dann bei Wicked Gaming Suite. Die hat auch ganz viele Optionen, aber ich brauche davon auch nur die Leiste, die wir jetzt oben sehen. Und jetzt machen wir das Signalfeuer an. Jetzt geht es langsam mal weiter. Jetzt kommen unsere Leute. Und dann kommen wir auch schon zum Hauptpunkt der Quest. Das bis jetzt war ja mehr Aufräumen. Und jetzt gehen wir in die Grüfte von Skuldafen. Sehr cool. Ansonsten habe ich noch Destinations drauf. Das ist auch ein sehr wichtiges Add-on, damit man auch auf den Maps alle möglichen wichtigen Punkte sieht. Und da oben ist Königin Nurnhilde als Geist.
die verstorbene Schwester von Jorun. Oder Frau? Ich habe schon wieder vergessen. Schwester, glaube ich. Ich spüre, wie Joruns Truppen den Berg heraufkommen. Aber sie werden zu spät kommen. So leid es mir tut, das alles liegt in euren Händen. Nur ihr könnt Fildgor noch rechtzeitig erreichen. Fildgor hat sich Zugang nach Sovngarde verschafft. Er ist der Vollendung seines Ziels nahe. Bald wird er meine Essenz rauben und die Krone von Freydis zwingen, ihn als König anzuerkennen. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Aha, jetzt gibt es hier eine Schulterrüstung, Begräbnistuch. Ja, ist nicht so gut für mich. Leicht Rüstung, bringt nichts, wollen wir nicht. Fildgor hat eine Brücke zwischen dieser Welt und Sovngarde geöffnet. Sein königliches Blut gewährt ihm Zugang zu den heiligen Hallen unserer Ahnen. Ungeachtet der schrecklichen Gräueltaten, die er begangen hat. Nun wirkt er dort seine finstere Magie und entzieht mir die Seele. Der Brückenwächter hütet den Eingang. Ich werde für euch bei ihm bürgen, damit ihr Sovngarde als mein Champion betreten könnt. Wenn ihr den Gipfel erreicht, dann tretet in die Lichtsäule. Der Rest liegt an euch. Jetzt geht es also ins Reich der Toten, so könnte man das nennen. Sovngarde. Den Himmel? Ja, vielleicht auch so. Das Zwischenreich? Boah, es gibt so viele Namen dafür. Kommt drauf an, wie ihr es seht. Und man könnte es auch Sovngarde nennen. Betretet. Ja, eigentlich muss ich jetzt da nur hin. Wo ist denn das? Da oben auf der Map. Heißt, ich muss da die Treppe da vorne hoch. Also wieder ein paar von den Kriegern zu erledigen. Und jetzt heißt die Quest auch nicht mehr Feuer und Flamme oder so, sondern die Lieder von Sovngarde. Dann sind wir jetzt in der Hauptquest auf jeden Fall schon mal wieder weiter. Oh, so viele Areas hier. So, Heiler kaputt. Der nächste Area. Oh, ein bisschen Blitzen, das kriege ich nur ausgehalten. Das war jetzt nichts Schlimmes. Obwohl die alle so auf meinem Level sind, machen die ja fast gar keinen Damage. Ne? Das ist ja sowas von einfach, sich hier durchzuballern. Keine Herausforderung mehr seit One Tamriel. Ja, in den Dungeons so schon, aber wie gesagt, ich gehe so selten in die Dungeons. Und jetzt ab nach Sovngarde. Hm, interessant. Skuldafen. Auch nochmal kurz eine Erklärung zu Skuldafen, aber da machen wir jetzt auch weiter. So, da sind wir auch schon. Besiegt Fildgor, Orkthane. Jetzt sehen wir auch mal den bösen Chef hier von Ostmarsch. Den müssen wir jetzt erledigen. Ich nehme mal gerade hier einen anderen Begleiter, weil der Hund sieht irgendwie so fertig aus. So, genau, nehmen wir hier mal aus dem Dungeon. Razaks Meisterwerk. Dafür muss man ein öffentliches Dungeon, die Quest drin machen. Dann kriegt man den als Belohnung. Ihr seid mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Kommt schon, Störenfried. Kommt und sterbt. Und jetzt kommt der Endkampf von Ostmarsch. Oh, der ist aber auch einen Kopf größer als ich. Hui. Und hat eine Blitzform. Einfach dann. Oh, ich muss ein bisschen auf mein Leben achten. Dann nimmst du mal den Waffenschlag, damit ich ein Schild habe. Oh, hier ein bisschen was rausziehen an. Leben bei ihm. Ich habe noch der Ultimate offen. Ich habe noch meine Heilung. Ah, jetzt wird es langsam eng, wenn ich keinen Mana mehr habe. Ist schlecht. So. Ich werde nicht aufgeben. Geister von Sovngarde, folgt dem Ruf des rechtmäßigen Königs. Nein, so darf es nicht enden. Ich darf nicht besiegt werden. Nicht schon wieder. Die Geister haben ihm jetzt nicht so viel helfen können. Ich glaube, da war ich gerade zu schnell mit dem Kampf. Ihr habt mich geschlagen. Ich verliere gegen meinen verfluchten Bruder. Schon wieder. Vielleicht ist er der bessere Herrscher. Trotzdem wurde ich vor den Augen meiner Vorfahren und meiner Schwester zu Fall gebracht. Tut mit mir, was ihr wollt. Welche Wahl habe ich denn? Selbst mit Sovngardes Macht als Unterstützung habe ich verloren. Die Krone von Freydis weist mich zurück.
Mein gekränkter Stolz wurde mein Untergang. Ihr habt gewonnen. Was werdet ihr nun mit mir tun? Mit Garion habe ich ihn leben lassen und habe Joren entscheiden lassen, was mit ihm passiert. Aber mit meinem Templer wollte ich die etwas böseren Entscheidungen machen. Und daher werde ich ihn jetzt umbringen. Ich bin das Böse. Und schnarf. Damit war es das für ihn. Berg die Krone. Wo ist sie? Da. Also ist die Schwester gewesen. Jetzt haben wir es wohl. Ne, er hat die Krone. Hat ein bisschen was gebraucht. Da haben wir die Krone von Freydis. Und nun können wir mit Nunhilde sprechen. Da ist der Geist wieder von ihr. Ich habe gespürt, wie Fildgor sein Leben aushauchte. Es hat Verwerfungen in diesem Reich hinterlassen. Ihr habt ihn getötet, nicht wahr? Vielleicht hat meine Zeit unter den Toten mein Herz hart gemacht. Aber ich trauere nicht um meinen Bruder. Joron ist ein guter König, aber er wäre Fildgor gegenüber zu weichherzig gewesen. Ihr habt ihm einen Gefallen erwiesen. Jetzt müsst ihr diesen Ort hier verlassen. Los, sprecht mit Joron und erzählt ihm, was geschehen ist. Ich weiß eure Sorge zu schätzen, aber für den Fall, dass ihr es vergessen habt, ich bin tot. Ihr habt bereits mehr für mich getan, als ich je erwartet hätte. Ich kehre jetzt nach Sovngarde zurück. Ich werde meinen Bruder begrüßen, wenn er zu mir stößt. Mit etwas Glück werde ich auch euch dort eines Tages wiedersehen. Na, das sollte nur nicht so früh passieren. Und auf geht's, zurück zum Gipfel. Die Quest ist erledigt, der Bruder ist tot und nun Hilde ist frei. Jetzt kann Jorun uns eine Belohnung geben, die sich gewaschen hat. So viel gearbeitet hier, das haben wir nicht umsonst gemacht. Ja, und vor allen Dingen die Dunkelelfen und die Argonier, die werden jetzt ja auch in die Allianz des Ebenherzpaktes einschlagen, wo jetzt die ganzen Probleme erledigt sind. Da vorne, ja, da sind auch schon die ganzen Leute. Jetzt gibt's den Abschluss der Hauptquest hier in Ostmarsch. Die Sturmfäuste hatten panische Angst vor den lodernden Feuern. Wir hatten uns so schnell wie möglich durch ihre Reihen gekämpft. Aber ich fürchte, wir waren zu spät. Sagt es mir, meine Schwester. Nurnhilde ist in Sicherheit. Und mein Bruder ist tot. Dann bin ich der Einzige, der von unserer Familie noch geblieben ist. Mein Bruder hatte Ehre, auch wenn er fehlgeleitet war. Trotz seiner Verbrechen wird er ein königliches Begräbnis erhalten. Ich werde später um ihn trauern. Jetzt muss ich mich um andere Geschäfte kümmern. Geschätzte Verbündete, ich stehe an diesem heiligen Drachenschrein vor meinen Ahnen, um unseren Pakt zum Wohle aller zu besiegeln. Ich stehe auf diesem Berg, um zu verkünden, wie weit die Argonier von den Sümpfen des Schwarzmarsches gekommen sind. Im Namen meines Volkes leihe ich der Gründung dieses Ebenherzpaktes meine Stimme. Ich spreche für die Dunmer und das Tribunal. Ich stehe auf diesem eiskalten Felsen, um unseren Platz im Ebenherzpakt zu bestätigen. Ich hoffe inständig, dass wir uns beeilen können, weil man hier oben schier erfriert. Die Nord bringen die Krone von Freydis dar. Dieses Symbol der Macht und Weisheit bietet dem Pakt die Stärke und Autorität unserer Nordahnen. Die Dunmer bringen Veluts Urteil dar. Ein Artefakt uralter Magie. Es bietet dem Pakt unsere Fähigkeiten und den Segen des Tribunals. Die Argonier bringen das menemnische Ei dar. Das heilige Symbol von Geburt und Leben. So gewähren wir dem Pakt unsere Weisheit und die Erinnerung der Hist. Diese Gaben besiegeln den Pakt, auf dass unsere Nationen eins werden.
Darüber hinaus fordern die Dunmer einen Anführer, der diesen Pakt zusammenhält. Wir sind der Meinung, dass der Skaldenkönig Jorun uns anführen sollte. Auf das unsere Feinde angesichts unserer vereinten Macht erzittern. Ich nehme den Posten als Großkönig des Ebenherzpaktes an. Wir haben hier noch viel zu besprechen. Bitte, Champion, kehrt nach Joruns Wehr zurück und berichtet meinem Sohn, was hier geschehen ist. Auf dem Gipfel Skuldavens, auf diesem heiligen Drachenschrein, wird der Ebenherzpakt besiegelt. Geht und findet meinen Sohn. Teilt ihm mit, dass mein Bruder tot ist und dass wir siegreich sind. Ja, ja, der Pakt lebe hoch. Können wir jetzt wieder ins Warme gehen? Ich erfriere hier draußen. Ja, wir gehen ins Warme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.